Hallo ihr Lieben und willkommen zu meinem Türchen Nummer 5. Ja, und ich fange wie immer an mit dem Adventskalender von IKEA. Und hier haben wir das Kästchen Nummer 5, das habe ich gerade schon gesehen. Und ich starte mal die App und dann gucken wir mal, ob es hier bei den Kästchen vielleicht irgendeine Interaktion gibt. Aber, nö, nur bei dem Tannenbaum, der ist in der Nähe. Und der wackelt dann hin und her. Jo. Okay, dann mache ich das Kästchen einmal auf. Oh, und heute haben wir wieder ein Rezept dahinter. Und eine, ja, dunkle und weiße Schokolade, das machen sie ja gern. Und ja, es ist wieder so eine Art Nougat in der Mitte, sehr lecker. So, und dann schauen wir mal, welches Rezept uns da heute erwartet. Zum Aufwärmen. Wenn es draußen kalt und dunkel ist, sorgt er für die nötige Wärme und Gemütlichkeit. Der Glöck. Der Glühwein aus Skandinavien ist nicht umsonst während der Weihnachtszeit besonders beliebt. Die Schweden wissen, wie sie den Winter in Schach halten. So, und das ist einmal das Rezept. Ja, und wer kennt ihn nicht, den Glöck von IKEA? Also ich habe den jedes Jahr. Und hier steht im Rezept Rotwein, aber ich liebe den weißen Glöck, ehrlich gesagt. Obwohl ich Rotwein lieber trinke als Weißwein. Wobei, es kommt drauf an, ich mag halt, ich bin eigentlich kein Weintrinker, weil richtige Weinkenner und Weintrinker trinken ja trocken und schweren Wein. Und ich mag lieber diesen süßen, fruchtigen, also das, was richtige Weinkenner wegwerfen würden. Mag ich aber immer am liebsten und deswegen, ja, so, das ist wie gesagt das Rezept und hier geht es noch irgendwie weiter. Ja, ich lese euch das jetzt nicht vor, ihr könnt euch das selber durchlesen oder ihr könnt ja auch auf Pause machen und lesen. Und hier zeige ich nochmal das Rezept und ich glaube, jetzt habt ihr es aber gelesen. Okay. Ja, dann kommt der schon wieder an die Seite. Und hier habe ich wieder meine beiden Päckchen von Miss Fruchteis und von Manuela. Mensch. Und hier habe ich wieder mein Rotbäckchensaft. Und heute ist das Immunstark. Ja, und die letzten Tage hat es hier andauernd geregnet. Und da ist sowas sowieso immer gut. Okay, ich weiß gar nicht mehr, welches ich gestern zuerst aufgemacht habe. Ja, und weil ich mich gerade nicht erinnere, mache ich es jetzt so. Ene, mene, mu und raus bist du. Und dann machen wir das hier zuerst auf. Ja, dann nehme ich mir hier einfach mal das. Also es ist auf jeden Fall sehr dünn. Ich nehme an, dass hier Sticker drin sind, irgendwelche dünnen, also keine, die so ein bisschen erhoben sind oder so, sondern eben einfache Sticker. Und wir schauen mal. Jawohl. Und es sind Sticker, und zwar welche, die wir selbst anmalen können. Und zwar diese wunderschönen Gorgeous Briefmarken. Und die muss ich gerade mal aufmachen und muss mal reingucken. So, und da sind zwei Bögen mit genau den gleichen. Ja, und ja, Gorgeous liebe ich nun mal. Das weiß ja, glaube ich, so ziemlich jeder, der meine Videos guckt, dass ich da immer sehr begeistert von bin. Und wenn ich die dann noch mit meinen Markern ausmalen kann oder mit
Aqua, also mit meinen Stampin' Up Kissen, dann eben mit Pinsel und mit ein bisschen Wasser und das dann ausmale. Ich liebe das einfach und ich kann da auch stundenlang mit verbringen und hier einfach in meinem Zimmer sitzen, mir irgendein Hörbuch oder so anhören und oder nebenbei Netflix-Film irgendwas laufen lassen und dann so eine filigranen Sachen zu machen, ne, mit so einem ganz feinen Pinsel und ja, da könnte ich dann stundenlang hier sitzen und da vor mich hin malen. Das entspannt mich einfach total. Ja, lieben Dank, meine Liebe. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Und wir kommen zu Christinchen. Und ich würde sagen, hier ist ein Block drin. Also auf jeden Fall fühlt es sich an wie Papier. Ich würde meinen, es ist ein Block, aber ich würde mich nicht festlegen. So. Schwupp. Und es sieht auf jeden Fall nach Papier aus. Ah, okay, es ist kein Papier. Also, jein. Es ist Papier und hier sind aber zusätzlich noch so Stanzteilchen drin. Und auch das mache ich gerade mal auf. Von Dooquartz ist das. Und auch da gucken wir gerade mal kurz rein. Und hier haben wir anscheinend so eine Übersicht von dem Papier. Und diese Eulen sind ja voll süß. Mega, mega süß. Ja, und dann gucken wir mal kurz, überfliegen gerade mal. Das Papier ist immer nur einseitig bedruckt. Guck mal hier mit so einem lustigen Fuchs. Den Weihnachtskranz. Ja, und auch passend zur Weihnachtszeit jetzt. Und die Papiere, die fühlen sich ein bisschen an wie Stoff. Also es ist natürlich kein Stoff. Man merkt auch, dass es Papier ist, aber die sind so ein bisschen, also fühlen sich so ein bisschen edler an auf jeden Fall. Und hier haben wir nochmal so ein bisschen was mit Rot. Auch das hier geht auch für Party oder so. Das geht nicht nur zu Weihnachten. Ja, das ist wieder so eher typisch Weihnachten. Und hier sind die Eulchen. Und so sehen die dann in groß aus. Und dann haben wir hier solche, das ist auch cool, das sind solche Fußabdrücke von verschiedenen Tieren. Oh ja, das erinnert mich direkt an meinen Opa, weil wir früher immer im Wald dann und die Spuren angeguckt haben. Und dann hat er mir halt immer erzählt, was was ist. Und hier haben wir so einen Sternenhimmel, auch sehr schön. Pünktchen gehen immer, das ganze Jahr. Ja, und hier eben diese Seite, die wir von hinten schon gesehen haben, mit noch ein paar Anhängerchen drauf und hier noch so ein paar Bändern. Ja, ist auf jeden Fall richtig süß. Ja, da hoffe ich, dass du das nochmal hast, dass du das nicht nur einmal hattest und dann weggegeben hast. So, einmal wieder rein. Ja. Vielen Dank, ihr Lieben. Wirklich schöne Sachen. Ja, ich werde jetzt mir mein Drink genehmigen und mein Schokolädchen aufessen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns morgen wieder. Und dann haben wir tatsächlich schon Nikolaus. Unglaublich. Okay, ihr Lieben, macht's gut. Tschüss. Ja.